Fast in jedem Teich sind diese kleinen Tiere zu finden. Die Wasserläufer. Aber wie kommt es, dass die einfach so auf dem Wasser rumlungern können, ohne unterzugehen? Ist das irgend so ein Trick, den sie bei Jesus abgeguckt haben? Haben diese kleinen Viecher Superkräfte oder ist das alles nur Zauberei? In diesem Video erfahrt ihr, ob eine dieser Theorien stimmt und warum das bei Menschen nicht funktioniert. Um auf dem Wasser laufen zu können, haben die Wasserläufer zwei Tricks auf Lager. Der erste Trick ist ein perfekter Körperbau. Sie sind ungefähr 1 cm klein und wiegen gerade mal 1 Gramm. Sie haben 6 Beine. Die hinteren 4 werden für die Fortbewegung benutzt und die vorderen 2 zum Beutefangen. Wenn so ein Wasserläufer auf dem Wasser sitzt, streckt er die 2 hinteren Beinpaare weit auseinander. Das sieht dann aus wie ein großes X. Dadurch wird das Gewicht auf eine große Fläche verteilt. Am Körper und vor allem an den Beinen haben die Insekten viele kleine wasserabweisende Härchen. Durch die wird das geringe Gewicht des Wasserläufers auf eine noch größere Fläche verteilt und die Beine dringen nicht in das Wasser ein. Sie liegen einfach nur auf der Oberfläche auf. So ein Körperbau reicht aber leider nicht aus, um auf dem Wasser spazieren zu können. Man braucht zusätzlich auch noch einen zweiten Trick, und zwar die Oberflächenspannung des Wassers. Aber was zum Ärsch ist das? Wasser besteht ja aus vielen kleinen Teilchen. Die ziehen sich gegenseitig an und wollen ihre Oberfläche möglichst klein halten. Deswegen ist Wasser auch am liebsten in Tropfenform. Durch diese Anziehungskräfte entsteht eine Oberflächenspannung. Um in das Wasser eindringen zu können, muss diese Oberflächenspannung erst überwunden werden. Das ist wie bei einem Glas Wasser. Wenn ihr also ausnahmsweise mal Wasser anstatt Alkohol in eure Gläser schüttet und es wirklich randvoll macht, bildet sich oben auch so eine Art Kuppel. Auf diese Kuppel könnt ihr vorsichtig eine Büroklammer ablegen. Die geht dann auch nicht unter, weil ihr Gewicht nicht ausreicht, um die Oberflächenspannung zu durchbrechen. So ist es auch bei den Wasserläufern. Ihr gut verteiltes Gewicht reicht nicht aus, um diese Haut an der Oberfläche zu durchbrechen. Und so können sie ganz chillig drauf rumspazieren wie auf einem Pudding. Es ist also keine Zauberei oder Superkraft im Spiel, sondern einfach nur die Oberflächenspannung und dazu ein perfekter Körperbau. Wir Menschen können nicht auf dem Wasser laufen. Das liegt daran, dass wir einfach zu fett sind und unser Gewicht nur auf eine sehr kleine Fläche verteilt wird. Wir würden die Oberflächenspannung sofort durchbrechen und untergehen. Würdet ihr lieber für einen Tag fliegen oder für immer auf dem Wasser laufen können? Schreibt entweder Hashtag I believe I can fly oder Hashtag ich gehe den Bach runter. Lol, in die Comments. Falls ihr noch mehr von solchen krass fett geilen Naturphänomenen erfahren wollt, schaut mal bei diesem Video vorbei. Dort erklären wir euch, warum zum Erdglühwürmchen leuchten können. Also haut rein, Leute. Peace, love und Wurstsalat. Ciao.